Nvidia. Astragon. Shine Software. Deutschland. Huch, nee, man darf doch plus 2 fahren. Midnight. Den hey, ist zu schwer für den Träger. Oder keine Ahnung. Der lässt sich auf jeden Fall auf Geschwindigkeitsstufe 2 lässt er sich total. Ja. Den ich gefahren habe? Ja. Bin ich nur mit 1 getuckert? Weiß gar nicht. Also auf 2 Eier da ganz schön rum. Oh, es wird synchronisiert. Ah, dann stoppt es ja bei dir wieder, ne? Jo. Aber das geht ja schnell. Es ja. Dauert halt umso länger, umso mehr Mods wir drauf machen. So, Boxenstopp genutzt. Noch was getrunken, 99%. Also ich fahre wieder. Und ich drücke auf Start. Ach, oh, ich bin im... im Haus, Hof gewesen. Ja. Ich renne mal gerade rüber. Weil da war also doch... ich nutze gerade bei der Kuhweide hinten, ne? Nutze ich gerade alle drei Wiesen. Ich war auf allen drei Wiesen einfach im Kreis. Ach so, mit dem Mähdrescher, ja. Ja, und dann, mit dem Mähwerk halt. Ja, da ist eigentlich egal, weil das wächst ja so und so nach. Da brauchst du ja noch nicht mehr die Spur zu halten, großartig. Ich glaube, die Bärbel, die hat jetzt auch das Feld fertig. Ich guck mal in meinem großen Ding. So wie es aussieht, fährt keiner. Die ist fertig. Oh, die Plan ist weg. Was? Ja. Wie, die Plan ist weg? Ach ja, weil die Kuh jetzt frisst wahrscheinlich. Oh, hat die schon Mist gemacht. Oh Gott. Haben wir da jetzt auch was in der Info? Güllegrube 37 Liter, Mistgrube 58 Liter. Oh, wie war das jetzt mit dem Melken? Aber wir haben schon 208 Liter im Milchtank. Die macht das allein. Ja, ich merke das schon gerade. Und die also futtert gerade. Also das Ding praktisch auch plus Attrappe. Die was Melkanlage. Denn? Nee, du kannst die Kuh reinführen. Warte mal. Ach! Nee, wie war denn das? Null. Nee, null. Du kannst pfeifen. Ende. Ende? Genau. Hinter die Kuh? Ach, du musst hinter die Kuh pfeifen? Ja. Ich habe gedacht, die kommt zu mir. Ja, dann versuchen wir die mal zu zweit da rein zu treiben, ne? Pass auf, die rennt dich rum. Nimm das rote Tuch weg. Vielleicht nicht zu viel. Hast du gerade eben gepfiffen? Ja. Nee, falsche Richtung! Frieda! Hey, wir lassen uns doch nicht von so einem Spiel vorschreiben, wie unser Kuh heißt, oder? Ja doch, die haben ja gesagt, Frieda wird auf den Hof gebracht. Aber du wolltest sie benennen, also wird sie einfach umgetauft. Na, lass mal so, Frieda, komm. So, und? Zu. Hörst du? Ja. Die wird jetzt telepathisch gesäugt. Das war's. Boah, 1000 Liter! Was? Das ist eine fette Sau. Gott. Kommt mal ein bisschen viel vor. Frieda, du bist eine ganz schön fette. Und jetzt? Ja, der Milchwagen kommt ja von der Brauerei. Ach so, da kommst du selbstständig. Genau. Was hat denn die Kuh gekostet?
25.000. Was haben wir noch? 18.000. So eine Kuh allein hier rumstehen lassen. Aber ich denke, das reicht hier mit dem Futterkrug-Druck. Solange die Futter hat, also Gras, da brauchen wir den Rest in die PGA zu fahren. So, was ist denn der Unterschied zwischen Mist und Gülle? Kann man beides streuen? Kann man beides streuen. Ich weiß es aber nicht, ob da jetzt irgendwie da ein Unterschied ist im Wachstumszeitraum, ob das eine schneller geht oder was, oder ich weiß nicht, oder kann man vielleicht eins von beiden sogar mit BGA nehmen, ne? Nee. BGA ist bloß für Mais und Gras. Wobei ja auch Gülle oder so irgendwas ja eigentlich entsprechend. Achso, du bist jetzt bei Bärbel. Ja, ich habe die Bärbel gerade abgeleert. Komme ich hier hoch? Ich kann nicht denn leider hoch. Ja, die zweite Sache ist ja jetzt, wir bräuchten noch einen Traktor. Jo. Der alte wäre hilfreich, aber Und der Raps, der muss ja grau, braun werden, ne? Der ist ja braun. ansatzweise schon. Ich könnte ja den Trecker mir noch mal kurz ausleihen, der da sät, und bring noch mal das Gut weg. Ja, und derzeit kann ich ja die Bärbel hier fahren lassen. Also die Bärbel ist ja leer. Bärbel ist leer, die habe ich gerade leer gemacht, habe ich auf den Hänger geladen. So, ist die Frage, wie schnell die ist. Die ist wahrscheinlich schneller. Ja. Na, Die wobei das Gelbe sollte eigentlich auch gleich braun werden. So. 1417 Liter, also die gibt auch selbstständig Milch. Man muss ja nicht unbedingt Ja, die dahin hat ja treiben. schon Milch gegeben, bevor wir sie reingetrieben haben. Ja, jetzt hat sie auch schon wieder gegeben. Boah, das ist ja eine Extremkuh. Ich muss mal gucken jetzt. Dann würde ich das noch ein bisschen stehen lassen, die Bärbel, weil du ja hier nicht weiter siehst in der Ja, du Richtung. kannst Gras ernten. Und ich gehe zum Gras an, genau. Hättest auch mit Golf fahren können. Ich bin gerade im Tuke. Und der hat ja den Motor laufen gelassen, als er keinen Sprit hatte. Was ist denn das für einer? Also ich gehe davon aus, dass die besten Preise noch bei der Mühle sind. Ach, bin ich vorbeigedingst. Schon wieder vorbeigedingst. Oh Mann. Raps 2100. 1700. Was? 1700? Alt! Ja doch, nee, zur Mühle freilich. Ach jetzt, Mensch. Bin schon total verpeilt jetzt sicher. Ja, die Mühle ist ja auch nicht so weit. Nein! Doch ist er, wenn man verkehrt fährt. Ich habe irgendwie einen schlechten Einfluss auf dich, ne? Ja, ich war jetzt Richtung BGA unterwegs. Und, was ist denn das andere eigentlich? Ist es am Milchhof oder was? Zwischen BGA und unser Feld hier? Beifeld 29. Ich muss mal ein bisschen mehr Hintergrund haben. PDA weg. Ah, ich habe jetzt den Overlay ausgeschaltet. Im Moment. 29. Ja, das ist die Molkerei. Was ist das da unten, ne? Bei Feld 30? Da ist nämlich auch irgendwas. Eine Da ist so ein Mühle. komisches Wasserrad. Das ist eine Mühle. So eine Wassermühle. Und ich Warte, glaube. kann man nicht abliefern, oder? Und das nicht. Ich glaube, rechts von dieser Mühle ist auch das Labyrinth, bin mir nicht sicher.
Ja, da stehen so komische Bäume oder was das ist. Genau, das könnte es sein, aber jetzt frage ich mich, was der. Hä? Was ist denn das hier? Was waren das gerade eben? Ach so. Ja. Voll erschreckt. Ich habe doch die Karte aufgehabt, die so halb transparent war. Ha? Und auf einmal kommt ein LKW vorbei. Spring mal schnell zum Duke. Ach, der Milch, lass das da. Weißt du, da denke ich, hey, wir reden über die Mühle und auf einmal kommt so ein Laster angefahren. Und da denke ich, was hat denn der jetzt gekauft? Also wirklich viel Geld hat er jetzt nicht So, gebracht. kann ich mich dem im Weg stellen? Ah. Das erinnert mich gleich an die Arbeit, wo ich nachher noch hin muss. Bei uns fahren die auch ständig ein und aus. Na gut, aber nicht so viel wie früher. Ihr habt ja die neue Milch da länger haltbar. Wir kriegen doch die frische Milch von die Kuhstelle. Ja, aber die werden ja auch nicht so oft geliefert. Doch, bei uns stehen teilweise 20 LKWs auf dem Hof. Ja, aber der Zyklus von einem Bauernhof zum nächsten ist doch geringer. Die haben doch jetzt diese neue Milchsorte, wo doch angeblich länger haltbar ist. Ist doch alles so Haarmilch. Oder irre ich mich da? Ja, freilich. Aber die Haarmilch kommt noch nicht direkt aus den Kühen. Nee, ich meine, es gibt ja an sich keine Frischmilch mehr. Es gibt Vollmilch und Haarmilch. Ja, aber auch die Vollmilch ist ja auch nicht mehr die Vollmilch, die wir von früher kennen. Nee. Also früher waren sie ja, sagen wir mal, 7 Tage haltbar, jetzt sind es halt 14 Tage oder so irgendwas. Und ich habe gedacht, ah, stopp, einen Moment, bevor ich Aber denke. so viel Geld hat das jetzt frei gar nicht gebracht. Das waren jetzt vielleicht 500 € oder so. Müssen wir mal drauf achten. Und ich Oh, habe schon ge. wieder 200. Also bei jedem Mal, aller 40 Minuten bringen die 208 Liter. Ja, aber das muss ja auch abgeholt werden irgendwie. Vielleicht kommt auch der Milchmann öfters. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, dass die Milch schon beim Bauer jetzt vorbehandelt wird. Weiß ich nicht. Also ich arbeite ja nicht beim Bauern, ich arbeite ja bei seinen Kunden. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, aller wie viele Minuten da jetzt die Kuh da Milch gibt. Ja, so Laut eine. Uhr war es 7:15 Uhr, als es das erste Mal jetzt gegeben hatte. Ja, aber so eine Kuh muss doch mehr bringen als ein Haufen Bienen. Eigentlich schon. Und vor allem Dingen, was für Aufwand wir hier haben. Ich schon allein, ich muss dran denken, vorne und hinten einzuschalten. Wenn ich da ernte, lasse ich es einfach an, bis der Hänger voll ist. Ja, aber ich habe mir ja frisch geholt in der Enge. Ach, warst du schon wieder voll, oder was? Ja, du hast ihn doch abgestellt gehabt. Und da war doch alles Ach so, ausgeschaltet. ja, genau. Ja, okay. Und dann bin ich vorne losgelaufen, hat gemäht, aber hinten hat er nichts eingesammelt. Jetzt könnten wir praktisch schon fast die nächste Kuh kaufen. Wenn du das Geld hast, würde ich sagen, ja, das ist ein Herdentier. Okay. Dann muss die nächste Gerätschaft noch warten. So. Pia heißt die nächste. Aber können wir sehen, wer ist? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich hätte die Kuh Else genannt. Else. Ja, es gibt da so einen Sketch von Dieter Hallervorden. Elsa? Nee, Else. Elsa. Dass die Kuh Elsa tot ist. Unsere Kühe sterben nicht. Das sind Highlander-Kühe. Ne, Highland-Kühe. Nee, die werden ja wieder gefuttert. Das ist ja eine Milchkuh hier. Ach so. Aber Highlander sind doch unsterblich. Kommt drauf an, ob sie den Kopf dran lassen. Oh, jetzt sieht das Feld hier aus wie so eine Flagge. Braun, gelb, grün. Wo bist du wieder? Ach so, ja. Oh, nicht hergucken, nicht hergucken.
Jetzt darfst du wieder gucken. Das ist doch wie dieses Spiel, du kriegst einen Wunsch erfüllt, wenn du nicht an das oder das denkst. Und das kann ja kein Mensch machen, absichtlich an was nicht denkt zu denken. Ja. Genauso ist das nicht hergucken. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich werde es mir in deinem Video anschauen. Nein.